Hallo, hier ist Frances Herdes. Wie gut kannst du Situationen, Gefühle und Herausforderungen in deinem Leben verdauen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Du hast bestimmt schon die Videos angeschaut, wie du so richtig entspannen und mal runterfahren kannst. Darüber haben wir gestern gesprochen. Oder wie du einen richtig klaren Kopf bekommst und dich wieder auf das wirklich Wichtige fokussieren kannst. Schau da gerne mal zurück in die Videoreihe. Wie gut kannst du verdauen? Verdauung ist ja etwas, was wir auf der physischen Ebene machen. Wenn du isst zum Beispiel, wie fühlst du dich dann nach dem Essen? Fühlst du dich energetisiert? Fühlst du, dass da neue Lebenskraft in deinen Körper gekommen ist? Oder fühlst du dich erstmal so richtig platt die nächsten 2 Stunden nach dem Essen und das Einzige, was du machen kannst, ist schlafen gehen? Wie steht's mit deiner physischen Verdauung? Ich habe dazu vor kurzem gerade die 5-Tage-Verdauungs-Challenge gemacht. Da haben wir über die Superhelden gesprochen, die dir helfen, ganz, ganz viele Glückshormone in deinem Körper zirkulieren zu lassen. Wenn du dabei warst, dann weißt du, was die Superhelden waren. Aber wir haben auch über die sehr, sehr wirkungsvollen kleinen Helferlein, nämlich den Schlüssel für deine Verdauung gesprochen, ohne den überhaupt nichts läuft. Das Ganze auf verschiedene Tage aufgeteilt und das war eine spannende Reise. Wir haben uns am 5. Tag auch beschäftigt mit der emotionalen Verdauung, denn das eine ist ja, was du in deinem Körper physisch verdaust, das merkst du direkt nach dem Essen oder du merkst das, wenn dein Bauch ständig gebläht ist und ständig die Luft um dich herum stinkt oder wenn du Bauchweh hast oder aber wenn sich dein Bauchgefühl so richtig gut anfühlt und du ja voller Energie bist und gut ausgeglichen. Und wenn dein Immunsystem stark ist, das hat ja auch mit der Verdauung, mit den physischen Vorgängen hier zu tun. Wie gut kannst du Gefühle in deinem Leben verdauen? Gefühle, zum Beispiel, wenn du an deine Arbeit denkst, gehen dir da regelrecht Schmetterlinge durch den Bauch oder wird dir da ganz übel oder ja, schnürzt dir da quasi wie was zu, wenn du an deine Arbeit denkst, kommen da freudige Gefühle auf oder eher so drückende Gefühle. Denn die Situationen in deinem Leben oder das, an was du denkst, das, was du fühlst, das kann dir auch auf den Magen schlagen. Wenn du zum Beispiel sehr viel Stress auf der Arbeit hast, dann kann dir das regelrecht den Appetit verschlagen, auf den Magen schlagen. Oder wenn du ein neues Projekt angehst und da bist du so richtig begeistert davon, dann können schon mal Schmetterlinge im Bauch kommen. Wenn du an dein Familienleben, an deine Beziehungen, Freundschaften denkst, die Verbindung mit anderen Menschen, kommen da Schmetterlinge und so richtig Freude in deinem Bauch auf? Oder kriegst du einen Bammel oder verschlägt sie da regelrecht den Appetit, weil gerade viele Konflikte da sind oder ein großer Konflikt? Wie sieht es im Bereich Beziehungen aus? Wie gut kannst du da verdauen? Wenn Herausforderungen in deinem Leben kommen, also so völlig Unerwartetes, finanzielle Herausforderungen oder auch wenn du durch Trennungen gehst, Abschied oder auch wenn viele Veränderungen kommen, wie gut kannst du das verdauen? Spürst du da die Freude, dass du wieder den nächsten Schritt gehen kannst, dass du wieder wachsen kannst, dass du dich erweitern kannst? Kommt da so ein bisschen Schmetterling in deinen Bauch oder drückt es dir eher auf den Appetit und du kannst dann gar nichts essen in den Momenten? Das ist einfach so überwältigend. Das sind so verschiedene Bereiche, in denen du mehr oder weniger vielleicht gut verdauen kannst. Mach doch mal so eine Bestandsaufnahme. Wie gut kann ich physisch verdauen? Gibt es da Blähungen oder Verstopfungen oder fühlst du dich richtig platt nach dem Essen oder fühlst du dich beflügelt, voll Energie? Wie sieht es aus in deinem Leben, in deinen Lebensbereichen, im beruflichen, in Beziehungen, in anderen Bereichen deines Lebens? Hast du da ein gutes Bauchgefühl? Hast du da richtig Freude dabei? Oder drückt dir der Stress auf den Magen? Ich zeige dir jetzt was richtig Entspannendes und Stärkendes, nämlich eine Reflexzonenanwendung aus meinem Buch Duftende Reflexzonen. Vielleicht wird das hier andersrum im Video angezeigt, aber die duftenden Reflexzonen, die haben in den letzten Jahren schon Tausende von Menschen
begeistert und gestärkt und entspannt. Und da zeige ich dir die 9 wichtigsten Schritte, wie du nicht nur dein Bauchgefühl stärken kannst, sondern die einzelnen Körperbereiche mit ätherischen Ölen. Deshalb heißt das duftende Reflexion, denn bestimmte Pflanzen, Kräuter, Blüten sind für bestimmte Körperbereiche wichtig, dass sie dich stärken, dass sie dich entspannen, dass sie genau an dieser Stelle dann wirken. Und über die Reflexzonen hast du ja wie so eine Landkarte deines Körpers. Das heißt, du kannst über die Punkte an den Füßen, aber auch an deinen Händen und Ohren, also alle Körperendungen, kannst du bestimmte Bereiche, ganz bestimmte Bereiche deines Körpers erreichen. Und da zeige ich dir den 7. Schritt aus meinem Buch, nämlich die Verdauungspunkte. Ich habe das hier ganz übersichtlich gemacht. Hier siehst du den Fuß und zwar hast du die Verdauungspunkte auf beiden Füßen und das ist zwischen Ferse und Fußballen. Dieser gesamte Bereich, das sind deine Verdauungspunkte. Also da ist der Magenpunkt mit drin, Dickdarm, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse, alles, was so in die Verdauung mit einfließt. Und das Tolle ist, dadurch, dass die Reflexzonen hier mit den Ölen kombiniert sind, wirkt das Ganze nicht nur auf körperlicher Ebene, dass du deine Verdauung mehr in den Fluss bringst, in den Flow, in die Stärke, ins Fließen, sondern auch, dass du emotional und gedanklich mal so richtig entspannen kannst und dass du einfach dich mit dir selbst wieder verbindest, denn du kannst diese Anwendung ganz einfach bei dir selber machen. Und für diesen Schritt, du massierst einfach diesen ganzen Bereich zwischen Fußballen und Ferse mindestens 5 Minuten lang. So die Wellnesszeit, das sind 7 Minuten, du kannst aber auch 15 Minuten pro Fuß massieren. Und das Ganze am besten, wenn du dir was Inspirierendes anschaust oder liest, aber am besten, dass du die Hände frei hast. Du kannst es auch gegenseitig mit deinen Lieben machen und ihr unterhaltet euch oder guckt euch einen Film an oder lest euch was vor und ganz nebenbei liegen dann die Füße im Schoß. Und da massiert euch mal gegenseitig die Verdauungspunkte. Speziell, wenn Herausforderungen gerade anstehen, wenn das Ganze so durch den Bauch oder Stress durch den Magen geht oder auch wenn dein Bauch sich immer mal wieder bläht, wenn du Probleme hast zu verdauen, dann sind diese Punkte auch sehr, sehr gut. Und salbe deine Füße vorher mit der ätherischen Ölmischung. Heute haben wir eine Mischung, die heißt Digice. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie das englische Wort digest. Digest heißt verdauen. Und hier ist ein bisschen künstlerischer Name. Und das ist eine Mischung. Da sind Omas beste Küchenkräuter drin. Die Omas, die noch so richtig einen Kräutergarten haben, aber viele kommen ja heutzutage auch dahin wieder zurück, dass sie sich selbst versorgen, dass sie sich selbst Obst und Gemüse anbauen und verschiedene Kräuter und sich immer mehr wieder verbinden mit diesem eigentlich uralten Wissen des Kräutergartens, der Selbstversorgung und den ursprünglichen Nahrungsmitteln, die uns wirklich nähren und die uns nicht die Energie rauben. Und deshalb Omas bester Kräutergarten. Im Buch habe ich das auch beschrieben, welche Öle da drin sind. Da habe ich dann zu jedem Punkt so ein Öl und dann was da drin ist. Also wie gesagt, Omas beste Küchenkräuter, nämlich Estragon, Ingwer, Pfefferminze, Wacholder, Fenchel, Zitronengras, Anis und Patchouli. Das ist die Ölmischung Digice und die ist auch so richtig schön kräuterig, so richtig schön erfrischend. Ich persönlich habe sie immer im Auto mit dabei, wenn ich speziell längere Fahrten habe. Ich habe so ein Seitenfach in der Fahrertür und da passen genau 5 Öle rein und Digice ist eins davon, weil ich mir das oft auch dann direkt auf die Hand tropfe und dann mit der Zunge so ein bisschen ablecke. Und die Kräuteröle, die aktivieren so richtig. Also die machen dich so voll präsent und das ist natürlich super beim Autofahren, gerade auf längeren Strecken. Habe jetzt demnächst wieder Vortragstour im Süden, nenne ich das von hier aus immer, von Heiligenhafen aus. Und besuche wieder einige Menschen und inspiriere sie mit den Ölen. Und das sind natürlich längere Fahrten, wo ich dann immer Digice mit dabei habe. Wenn du die Anwendung zu Hause machen möchtest, das ist super für nach dem Essen oder zwischendurch zum Entspannen.
Wenn du nicht nur dich entspannen und runterfahren willst, so wie wir gestern besprochen haben, da habe ich dir auch eine Anwendung gegeben, sondern wenn du dich gleichzeitig energetisieren willst, also so richtig entspannte Energie, dann lässt du dir so einen Tropfen Digice auf die Handfläche fallen und du verreibst das. Und dann salbst du damit die Mitte deiner Fußsohlen. Also machst du so richtig schön dann die Füße in den Schoß. Das trainiert übrigens auch wieder die Gelenkigkeit. Du kannst dich bestimmt erinnern, als Kind, da konntest du wahrscheinlich, warst so gelenkig, oder wir alle eigentlich, dass deine große Zehe, die du jetzt hier im Bild siehst, dass sie direkt an die Nasenspitze kam. Ich bin noch nicht ganz wieder so weit, aber die von euch, die Yoga machen, oh, das war jetzt das Buch, Yoga oder Tai Chi oder Qigong oder Dehnübungen, die schaffen das wahrscheinlich noch, dass die große Zehe wirklich an die Nasenspitze kommt. Aber egal, wo du da stehst mit dem Dehnen, wenn du deinen Fuß in den Schoß machst, dann dehnen sich auch die ganzen Faszien und du machst deinen Körper wieder gelenkiger. Das ist ein toller Nebeneffekt davon. Und dann salbst du mit dieser Ölmischung Digice die ganze Mitte von deinem Fuß und dann nimmst du einfach deine zwei Daumen, kannst auch dein Handgelenk nehmen und dann einfach so 5 bis 10 Minuten, wie gesagt, die Wellnesslänge wäre auch 15 Minuten, da massierst du einfach zuerst den rechten Fuß, dann den linken Fuß, kannst dir auch eine andere Reihenfolge aussuchen und das hilft dir, nicht nur physisch, sondern auch Gefühle und Herausforderungen in deinem Leben besser zu verdauen, weil du da nämlich dich mit deinem Körper beschäftigst und so richtig diesen ganzen Bauchbereich in den Flow bringst. Also was heißt in den Flow? Das sagt man immer so neumodisch, sage ich mal. Das bedeutet auf physischer Ebene, wenn du die Reflexzonen massierst, dann bringst du deinen Körper tatsächlich mehr in den Fluss. Denn die Durchblutung in dem jeweiligen Bereich wird gesteigert und dadurch kommt wieder frischer Sauerstoff, frische Nährstoffe und Energie in jede einzelne Zelle. Und gleichzeitig können deine Körperzellen, dieser ganze Bereich, auch ihre Abfälle wieder besser beseitigen. Deshalb empfiehlt sich auch da gut Wasser dazu trinken. Ich hoffe, du bist kein Trinkmuffel, denn so 1, 2 Liter reines Wasser am Tag, für die meisten sogar mehr, ist schon gut, dass du vom Körper her wirklich im Fluss bist und dass sich da nicht die Dinge verstopfen im Körper. Also jetzt nicht nur im Darm, sondern auch im Fluss der Zellen. Ja, und dann sitzt du einfach da. Das kannst du auch zwischendurch machen, wenn du mal Pause machst und massierst dir ganz entspannt die Füße. Das mache ich auch gerade. Habe meine Füße hier, Lialo, im Schoß. Und das ist echt entspannt und bringt neue Energie zwischendurch. Und das machst du einfach für beide Füße. Und die Fragen, die ich dir ganz am Anfang hier im Video gestellt habe, mach da mal eine Bestandsaufnahme. Und wenn du willst, kann ich dir mein Buch Duftende Reflexzonen gerne schicken. Du findest das auf meiner Seite lebeduften.de und da gibst du einfach einen Schrägstrich Buch, Bindestrich Geschenk und dann kann ich dir das Buch direkt schicken. Da sind nämlich 9 verschiedene Punkte drin. Und auch dieser Verdauungspunkt. Und zwar das Ganze so einfach, dass du es direkt nachmachen kannst. Und zu den Ölen findest du auch einiges auf der Seite. Da gibt es nämlich ganz bestimmte Kräuter, Blüten, Samenöle, Baumöle, die dann für den jeweiligen Körperbereich ganz, ganz wichtig sind, um ihn zu stärken. Ja, was machst du, um so richtig gut verdauen zu können? Gibt es da Übungen, die du machst oder emotionale Transformation, emotionales Loslassen. Kommentier das gern hier. Freue mich von dir zu hören. Und wir sehen uns morgen wieder, 14:30 Uhr, zum nächsten Live-Video. Dann geht es wieder weiter mit duftenden Tipps und Entspannungs- und Produktivitätstipps. Bis dahin, liebe Grüße und viel Spaß beim Massieren.